Kein Filter. Nur direktional. Okay, wir brauchen eine bessere Webcam. Das lässt sich nicht beschreiten. Configure your devices. Keine Filter. Okay, next. Game Screen. Dancing Greeting. Ja, natürlich tanzen wir vor der Kamera. Als ob wir das nötig hätten. Und wie scheint es das so eine Art Rennspiel? Okay. Was haben wir hier? Loading Screen with Advice. Serious Comment. Ha! Das wusste ich doch schon. You made a bad decision and lost all your money. Professioneller Kommentar geht da ja nur. Wäre es doch nicht fröhlich, wenn wir unser ganzes Geld im Spiel verlieren. Wie bekloppt wäre das denn? Summary of the game. Funny comment. Und, was haben wir jetzt noch? Final Credits. Und im Hintergrund sehen wir unseren Freund am Rechner. Und tschüss. Unser Freund sitzt am Rechner dran. Nicht mal am Rechner dran. Und ab zur Bearbeitung. Okay, den Start setzen wir hier. Dann haben wir hier unten. Oh, schon wieder der Rechner-Defekt. Ich krieg die Krise. Ne, warte mal. Aber das. Und das. The longer way the game cut it. Oh, man, diese Einblendungen müssen länger da sein, beziehungsweise man muss sich selbst wegdrücken können. Das wäre auch nicht verkehrt. Interesse ist bei 17%. Content-Rekord ist neu, okay. Wir müssen uns langsam mal was einfallen lassen bezüglich der Videos. Wenn das Interesse so scheiße ist. Okay, und Channels Ahoy mit den Subscribers haben wir ja geschafft. 30.000 Subscribers haben wir auch schon drin. Eine neue Karte, musikalisches Outro. Dann würde ich erstmal sagen, wer das verarbeitet und hochlädt. Gehen wir arbeiten. 4 Stunden für 20 Dollar. Ist nicht schlecht. Und ich würde mal sagen, wir versuchen bei 100 Dollar am Monatsende natürlich absolut der Miete zu kommen. Damit wir nie Probleme haben, die nicht bezahlen zu können. Das Problem hier ist, das was die Comments. Is this a good French Stunt Commander Walkthrough? Nee, if this is a good French Stunt Commander Walkthrough, I'm the publisher. Don't try to fool us. You obviously don't know the game well enough. Okay. Das ist gut gemacht, muss ich sagen. Man muss das Spiel vorher erstmal selbst spielen mit Gameplay-Videos und dann ein Walkthrough machen. Nicht verkehrt. Minus ein Subscriber. Minus 2. Okay, das Video bringt uns minus. Gott. Hoffentlich haut der Junge mal kräftig rein. Wir brauchen den Rechner. Ich würde erstmal sagen, schlafen gehen ist angesagt. Das Knacken, du Spacken. Und natürlich müssen wir was essen. Nehmen wir mal einen Kaffee. Dürfte vielleicht das Schlafen auch noch verbessern, wenn es denn niedrig war. It's sunny outside. I don't know if I want to go out or stay here and play. Mann, das sollte uns nicht sagen, das soll er sich selbst sagen. Im Gaming-Video. Okay, was wollen wir denn jetzt mal spielen? Mann! Ich muss mir angewöhnen. Das kann man doch nicht mit dem Mausrad machen. Drum wie Kacke. So, welches Video wollen wir denn machen? Call of Fury? Na komm, das wäre das erste Gameplay-Video, das bekommt mich ein bisschen mehr Aufrufe. Aber bei bessere Webcam für mehr Power. Halt, machen wir so. Upgrade. The long-awaited game Bizarro Dwarf has been released for 100 PSP. Webcam, da wollen wir uns. Na komm, die bringt uns immerhin 8 Render-Punkte. Und goodbye, liebes Geld. Du kommst ja eh gleich wieder rein. Nehmen wir.
Nee, wir warten noch auf die Webcam, damit die neue Hardware auch gleich genutzt werden kann. Und Start Curse, das wollen wir denn mal machen. Editieren zum Preis von $50. Basic Video Editing. Basic Narrative and Script. Basic Performance. Basic Video Recording. Gott. Das kostet. Gut, nicht alles kostet 50, kostet ein paar viel zu viel. Wobei, das ist am Ende auch wieder günstiger. Ein 2-Tageskurs kostet $80, wo ein 1-Tageskurs 50 kostet. Spart mal $20. Aber ich würde erstmal sagen, wir lassen das. Wir versuchen noch mit dem nächsten Video ein bisschen Geld zu machen. Wir sind da gerade rund auf 240 Kröten. Öffnen die neue Webcam. Und jetzt das neue Video. Da haben wir doch gesagt, diesen Stunt Commander wollen wir machen. Gameplay. Standard Resolution, Full HD. Ja, nehmen wir doch lieber Standard. Damit kommen wir noch auf 18 Render-Punkte. Keine Filter. Wir brauchen auf jeden Fall später auch noch einen besseren PC. Mehr Render-Punkte für mehr Effekte. Okay, wir steuern einen Mars-Roboter. Intro with Logo. Kann er nicht schaden, unseren Kanal mit dem unser Kanallogo im Intro zu zeigen. You tried to play realistically, also realistisch zu spielen. Professioneller Kommentar. Muss man ja versuchen. Ich möchte mal wissen, wie man sowas hier hinkriegt, dass man sowas vorher sieht. Bevor den Easter Egg. Da singen wir natürlich. Loading Screen. Sarkastisch. Der muss nicht sein. Und letzter Clip. Simple Goodbye. Auf Wiedersehen. Post-Production und Sound ist besonders hoch, okay. Und unsere Freundin kommt rein. Das müssen wir erst noch editieren. Gott, wie haben wir das denn am besten? Einmal so, einmal so. Ne, das kommt dazwischen und das dorthin. Dann haben wir noch 18 Render Points. Soft Focus. Background Music und für 6 Punkte fügen wir dann noch Titel oder komm, das hinzu. Interesse ist nicht schlecht, Videoqualität und Bearbeitung haben sich auf jeden Fall gelohnt. Dann konnte aber nicht und überall Level Up. Hauen wir raus. Und was will die jetzt? Hello, Anna, I wanted to invite you to the movies tonight. I don't want to raise your expectations, but I heard the movie is great. Are you in? Let me know out. Das war unsere Schnecke. Das kann doch nicht schaden. Wir gehen mal mit. Haben wir noch eine Karte? Angry Comment. Nee, das sieht einfach nur zu bekloppt aus mit dem Hut. Ins Kino zu gehen kann nicht schaden. Wobei ich mir ja, wie gesagt, meistens eher nur Komödien angucken würde. Und der letzte Film, den ich mir selbst angeguckt habe, das war, glaube ich, Mr. Bean macht Urlaub. Das ist auch schon ewig her. Von den Leuten hier kennen wir ja kaum welche, wenn überhaupt. Ja, der Kerl erinnert mich an einen. Wer Gronks die Ponya Let's Play gesehen hat, weiß es. Glatz, matz, hässlich wie die Nacht. Bing! Bloß Glatzmatz hatte bei Deponia kein Bart. So. Okay, sie ist. Elizabeth ist Level 14. Sie macht einen Kochkanal. Wieso kann man so einen Kanal machen? Ich muss später nochmal gucken nach der Aufnahme, ob man neue Kanäle auch starten kann, aber ich habe nicht in den Update Notes gelesen. Shame. Ja, da, okay. Wo haben wir sie denn? Ja, da, wo steckst du, kleines Stück? Mann, den kann man jetzt nicht frei bewegen können. Ja, warte mal. Kontakte. Oder, ach nee, das sind unsere allgemeinen Kontakte, die wir haben. Was macht denn unsere Freundin? Macht die überhaupt einen Kanal?
Ja, Annabelle, die macht nichts. Ist aber nicht verkehrt. Man muss ja nicht einen YouTuber als Freund haben, wenn man selbst YouTuber ist. Ist zwar nicht verkehrt, aber muss nicht sein. Okay, wir müssen nach einem mit Bart, Bandana und etwas längeren blonden Haaren auch schon halten, beziehungsweise nach einem Blondschopf. Bandana, Blondschopf, Blondschopf haben wir dort. Versuchen wir es mal. Vielleicht kann man sie ja überzeugen. Ja, es scheint, dass wir auf einem Level sind, zumindest vom Skill. Ja, natürlich noch die Frage, wie schon oft gesagt, wie hoch ist der Level, den man hier maximal erreichen kann? Und nochmal quatschen. Schöner Abschnitt hat sie, würde ich sagen. Ich würde auch mal sagen, wir gehen erstmal wieder für die Presse ein bisschen. Wir gehen erstmal den Bouncer wegschieben. Ist das Ding nur ein Powerstell oder was? Nee, da bewegt sich. Das war ja ein schöner Bug. Nicht verkehrt. Wo wollen wir sitzen? Wow, this is quarter. Let's grab a seat while there's something left. Würde ich mal sagen, wieder hier hinten. Da ist noch einer frei für dich, Schnuckel. So, ist das jetzt eine Romanze oder was? Schnulzenfilm? Hoffentlich nicht. Oh Gott, kommt mir gerade ein kranker Gedanke. 50 Shades of Grey. Mit Erlaubnis, die Szene hier unter den Zuschauern nachzuspielen. Gott. Was eine Orgie. Und hier scheinen wir den Kerl sitzen zu haben, der diesen hohen Level hat. Der Kerl mit Bandana, blonden Haaren und dem Bart. Sitzt hier vorne unsere Freundin? Zumindest dieselbe Frisur, aber kann man nicht genau erkennen. Mal mit ein bisschen Popcorn werfen, was? Vor allem mit so einem nicht geploppten Maiskorn. Das tut auch noch richtig weh. Hier vorne sitzt Glatzmatz. So, was ist das jetzt? Nee, immer noch nicht. Ach, zum Glück. That's enough, I'm leaving. Ja, besser ist das. Order completed. Was für ein Order? Ach so, den Channel. Und Level up wieder. War ja klar. 50.000 Gramm als nächstes. Promote? Nein, wir wollen die Kommentare sehen. Nope. Wow. Keinen negativen und hier haben wir zwei. Was soll denn das? Nein, meine Augen. Ich hoffe, die entfernen dieses Video von dem Kanal. Bitte. Okay, jetzt kommen die negativen Kommentare. Ist ja immer so. Es gibt ein paar, die meinen es besser zu wissen. Was haben wir hier? Ein bisschen. Oh, ich muss mal kurz. Es juckt. Ich musste gerade die Brille abnehmen. Aber hat gerade Jürgen. Hoffe ich mal, es sind keine Pollen hier unterwegs. Auf jeden Fall ein bisschen was. Ein was zu essen haben wir freigeschalten. Bei PC Welt haben wir noch. PC World haben wir noch was freigeschalten. 17 neue Klamotten. Wir müssen auch mal hier Klamotten checken gehen. Go Shopping. Das wird ja nötig. Vor allem für dieses eine Event, für diese Party. Clothing. Just Prints, Hells, Accessoires, kann man nichts. Tobi! Haben wir hier. Okay. Ach, der nächste des Monats. Karate Outfit for Male. Superhero, Shirt for Male. Gott. Tuxedo, Sweater. Pants. Das ist eher zum Feiern. Formal. Schwarz und formal. Ah, für Dresscode. Haben wir überhaupt. Das ist auch noch. Ja, klar. Sehe ich doch, dass es grün ist. Brauchst du mir nicht sagen. Accessoires. Nee, das machen wir nicht. Ich würde mal. Warte mal. Was ist denn das? Rockstar Outfit for Male.